Hallo Leute, ich habe euch mal ein paar Übungen aufgeschrieben und die spiele ich euch jetzt mal vor. Und super wäre, wenn ihr versucht, die alle mal mitzuspielen. Okay, ich mache erstmal zum Stimmen die drei Saiten, die wir brauchen. Die G-Saite, leere G-Saite. Leere D-Saite, Dora. Leere A-Saite, Anton. Alles klar. Noch kurz zu den Tönen. Wir brauchen vier verschiedene Töne. Die sage ich jetzt am Anfang mal und dann sage ich zwischendurch, aber wahrscheinlich nicht mehr. Also einmal die leere A-Saite. Einfach. Jetzt kommt der siebte Bund auf der A-Saite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A-Saite gesehen, siebter Bund A-Saite. Der Ton heißt E, Emil. So, als nächsten Ton brauchen wir den fünften Bund auf der D-Saite, der Dora-Saite. Fünfter Bund. Der Ton heißt Gustav. G. Jetzt nochmal, dann nochmal den siebten Bund auf der D-Saite. Der Ton A, hohes A. Kann man, glaube ich, gut hören. Ich spiele alle Töne nochmal. Leere A-Saite, tiefes A. Siebter Bund auf der A-Saite. Emil. Fünfter Bund auf der D-Saite. Gustav. Siebter Bund auf der D-Saite. Anton, hohes A. Alles klar. Ich spiele jede Übung so viermal und ihr könnt auch mal zurückspulen und versucht mal alles wo mitzuspielen. Ne? Steht auch alles auf dem Zettel drauf. Ich wünsche viel Spaß. Erste Übung, es geht los. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. 4, 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 and 3, 4. Alles klar. Jetzt kommt die zweite Übung. Am Anfang kommen vier Achtel. Eins und zwei und. Steht auch drüber. Alles klar. Achtung. One, two, three, four. Eins und zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins und zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins und zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins und zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar. Übung Nummer 3. Die Töne Anton, tiefes A, A-Saite. Und siebter Bund auf der A-Saite, der Ton Emil. Die brauchen wir jetzt. Achtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, noch zweimal. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, geschafft.
Perfekt. Jetzt kommt Übung Nummer 4. Da kommen wieder die gleichen Töne vor. Leere A-Saite und siebter Bund auf der A-Saite. Übung Nummer 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3. Okay, die mache ich jetzt noch einmal langsamer. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Jetzt kommt die Übung Nummer 5. Es kommt ein Ton dazu, nämlich der fünfte Bund auf der G-Saite. Der Ton Gustav. Ich habe, glaube ich, was falsch gesagt. Fünfter Bund auf der D-Saite, Gustav. Also, Übung Nummer 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zur letzten Übung, Nummer 6. Jetzt kommen alle vier Töne ins Spiel. Leere A-Saite, das hohe A, siebter Bund auf der Dora-Saite, siebter Bund, dann der Ton G, fünfter Bund auf der D-Dora-Saite. Übung Nummer 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das war's. Jetzt haben wir alle Übungen mal gespielt und vielleicht habt ihr ja Lust. Ich würde mich freuen, wenn wir die demnächst nochmal zusammenspielen. Alles klar. Schönen Tag und bis später. Tschüss.